Kürzlich ist das The Elder Scrolls Online Update 44 auf dem Testserver online gegangen und damit auch wieder neue Vorschaubilder. Vorschaubilder, die uns zeigen, was beim anhaltenden 10 Jahre ESO-Jubiläum weiterhin für kostenlose bzw. erspielbare Belohnungen zu erhalten sein werden. Aber auch Vorschaubilder, die uns zeigen, was es so in Zukunft im Kronenshop bzw. im Ingame-Shop von The Elder Scrolls Online geben wird. Und genau das möchte ich mir heute mit euch gemeinsam anschauen und schon mal so ein bisschen bewerten. Was wird es kosten? Was wird vielleicht kostenlos? Also würde ich sagen, auf geht's in die Vorschaubilder, die wir uns hier wieder auf ESO Model Viewer einmal ein bisschen genauer anschauen. Na, in diesem Sinne, let's go. Gucken wir mal, was es hier Schönes gibt. Es gibt Ohrringe. Wir fangen wie immer erstmal an mit Kleinigkeiten, bevor wir zu den Großigkeiten kommen. Ob das grammatikalisch ein existentes Wort ist, ich weiß es nicht. Aber hier haben wir auf jeden Fall eine neue Assistentin, und zwar eine Verwerterin, eine Dekonstrukteurin. Das heißt also, bei der kann man in Zukunft dann Items zerlegen. Wird wahrscheinlich 5000 Kronen kosten, so wie die anderen. Und eine neue Händlerin. Eine neue Händlerin, die hier auch schon einen Stil teasert. Behaltet den Stil schon mal im Auge, wenn ihr den hübsch findet. Ja, und zwar bekommen wir hier Terilorne. Die hochelfischen Namen sind immer sehr spannend. Ist auf jeden Fall eine Händlerin, also keine Bankerin, sondern eine Händlerin. Ja, jetzt kommen hier diese Body Markings, also Körperbemalungen. So ein bisschen wie Tattoos. Und wir springen auch gleich mal noch nach weiter vorne, denn es gibt dazu noch ein paar mehr Details. Kleiner Fun Fact. Dieses Bodymarking und das dazu passende Gesichtstattoo, was ich euch gleich nochmal zeige, das ist letzten Endes auch das Tattoo, was hier eine der beiden neuen Gefährtinnen bzw. Tanlorin, was also Day neue Gefährtin in Zukunft hier benutzen wird. Deswegen guckt mal da mal rein. Wir vergleichen das nochmal gleich und gucken uns nochmal dazu die Kopfstücke an. Aber hier bei ihrem Kopf sieht man es auf jeden Fall durchblitzen an der Stelle hier. Dann kommt hier noch so ein neues Körperbemalungsdings, was so ein bisschen aussieht wie so ein, weiß ich nicht, so eine Nesca-Linie oder sowas. Sieht auf jeden Fall sehr special aus. Vielleicht ein bisschen Mulak Bar mit dabei, ja, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ziemlich cool. Das hat mich hier so ein bisschen an Murak Tong erinnert. Das sieht auch ziemlich krass aus. Jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz dazu die Gegenstücke an Kopf Bemalungen an. Ja, das ist jetzt hier quasi dieses Allianz-Tattoo. Dann, das ist autark. Dazu gibt es leider kein Körperäquivalent. Und zwar diese apokrypha korrupierten Augen. Hier, wie gesagt, das von Tanlorin hier. Eine neue Augenfarbe. Und hier die weiteren Äquivalente zu den Körperbemalungen. Und auch noch ein kleiner Hint, ja, hier, die Frisur von der neuen Gefährtin bekommen wir auch. Ja. So sieht's aus. Gucken wir mal weiter. Es kommt ein neues Black Fredas Paket. Es kommen die beiden neuen Gefährten. Einmal Tanlorin und einmal, wie heißt der? Cerith. Gut. Alles klar. Ich hoffe, damit sind wir jetzt ein Stück weiter. Das spricht man bestimmt ganz anders aus, aber so oder so ähnlich wird es auf jeden Fall ausgesprochen. Wird wahrscheinlich, denke ich mal, ein Bundle geben, wo beide drin sind und halt wahrscheinlich auch Einzelpakete. Da bin ich auf den Preis sehr gespannt, weil Gefährten haben wir bis jetzt noch nie in irgendeiner Form einzeln zu kaufen gehabt. Ich bin ja davon ausgegangen, und ich glaube, viele sind davon ausgegangen, dass die Gefährten für alle Goldroad-Besitzer mit inklusive sind und freigeschaltet werden, weil das bei der Veröffentlichung von Goldroad so ein bisschen klang, als ob die ursprünglich mal für den Goldroad-Release geplant waren, aber nicht rechtzeitig fertig geworden sind. So klang das in den Entwickler-Livestreams und in der allgemeinen Entwickler-Kommunikation. Es wurde allerdings nie irgendwo offiziell gesagt, dass die Goldroad-Besitzer die geschenkt bekommen, beziehungsweise dass die zu Goldroad mit dazugehören. Und dementsprechend kann man jetzt finden, wie man möchte, kommen die quasi als Mini-DLC. Na, das heißt also, alle ESO-Plus-Mitglieder
können die permanent gratis freischalten, einmal freigeschaltet und danach kann man die immer benutzen, unabhängig davon, ob man zu dem Zeitpunkt nach der Freischaltung dann noch ESO Plus hat oder nicht. Das heißt also, ich würde die niemals mit Kronen kaufen, sondern kauft euch einen Monat ESO Plus. Ich denke, deswegen werden die beiden wahrscheinlich auch so in dem Bereich unterwegs sein. Ne? Ein Monat ESO Plus ist ja 13 Euro wert und inkludiert auch nochmal 1650 Kronen. Na, das heißt also, ich gehe davon aus, dass die vielleicht als Paket für 1500 angeboten werden und einzeln für 1000. So stelle ich mir das zumindest vor. Denn ansonsten würde es keinen Sinn machen. Die müssen ja nämlich irgendwie günstiger sein und rechtfertigen, dass man sie nicht über ESO Plus freischaltet. Weil wie gesagt, kauft man sich einmal für einen Monat 13 Euro ESO Plus, kann man sie permanent freischalten. Denn die erspielbaren Quests ja, danach spielen sich in Auridon und in der Schlittermark ab. Ne? Also in Grundspielgebiet. Deswegen, gucken wir mal. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Move haltet, Gefährten in Zukunft als Mini-DLC jetzt hier anzubieten. Zumindest hier in diesem Beispiel. Und ich möchte diese Stelle gerne mal nutzen, um ein kleines Fass aufzumachen, weil ich die Diskussion bei mir im Livestream bereits hatte und auch teilweise in den YouTube-Kommentaren an dieser Stelle hier. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich eben mehrmals den Begriff they verwendet habe. Also abgeleitet von dem englischen they, ne? Bloß im Deutschen mit D-E-Y geschrieben. Und ich kannte das tatsächlich bisher nicht. Ich fand das sehr spannend. Seit 2020 gibt es ein geschlechtsneutrales Pronomen, tatsächlich sogar auch in der deutschen Sprache. Dessen war ich mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Das fand ich sehr spannend. Ich kenne auch aus meiner Studienzeit, dass man hinten Sachen angehangen hat. Also Xier oder so, meine ich, war das damals. Ich will jetzt aber nicht gefährliches Halbwissen verbreiten. Das war aber, glaube ich, eher so eine Sache, die sich hauptsächlich in Unis gehalten hat. Fand ich auf jeden Fall damals schon spannend und es war sehr interessant, sich jetzt mal wieder mit auseinanderzusetzen, denn Tandorin hat eine nicht-binäre Geschlechtsidentität. Was bedeutet das? Es gibt zwei biologische Geschlechter, ja, das heißt also männlich und weiblich, und nicht-binäre Geschlechtsidentität heißt, dass man sich als weder noch führt, also oder besser gesagt als nicht ausschließlich männlich oder weiblich. Ne, dass man sich also als nicht ausschließlich männlich oder weiblich identifiziert. Ich hoffe zumindest, dass ich das so einigermaßen richtig erklärt habe mit meinem sehr begrenzten Hintergrundwissen, was das angeht tatsächlich. Wenn ihr euch mit diesem Thema mehr auseinandergesetzt habt als ich, dann schreibt das gerne auch nochmal in die Kommentare. Berichtigt mich auch gerne, falls ich da irgendwas falsch erklärt habe. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, und da möchte ich jetzt den langen Bogen einmal hier spannen, auch wenn ich in meine Livestreams nirgendwo hinschreibe LGBTQ+ und Hashtag und hier noch ein Tag, ich bin der Meinung, dass es selbstverständlich ist, dass alle in meinen Inhalten, in meiner Kommentarsektion und auch in meinen Livestreams willkommen sind. Das heißt also, ich bin der Meinung, inzwischen werden leider solche Hashtags auch inzwischen durchmonetarisiert. Das heißt also, die Sachen werden inzwischen für Sachen benutzt, um Geld zu machen aus der ganzen Geschichte. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass ich das nirgendwo hinschreiben muss. Für mich ist es selbstverständlich, dass alle bei mir in den Kommentaren und auch in den Livestreams willkommen sind. Und das will ich auf jeden Fall an dieser Stelle hier nochmal hervorheben. Jeder, der irgendetwas schreibt, was diskriminierend ist, ausgrenzend oder über den eigenen Verstand hinausgeht, den möchte ich gerne an dieser Stelle hier ermahnen, einfach mal die Fresse zu halten, ja, und sich an dieser Stelle zurückzuziehen. Ne? Wenn ihr eine Meinung habt, die nicht d'accord mit meiner ist, dann ist das völlig in Ordnung, aber nicht jede Meinung muss hinaus ins Internet geblasen werden. Das ist ganz, ganz wichtig, oder mir zumindest ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn ihr jetzt aus irgendeinem Grund anfangen zu beleidigen oder in den Chat schreibt, na toll, jetzt gibt sowas auch in The Elder Scrolls Online, all das habe ich schon, das sind jetzt Beispiele, die ich so sinngemäß wiedergegeben habe, all das habe ich schon in meinen Livestreams erlebt, unter anderem auch, das dulde ich nicht, die Leute werden aus den Kommentaren ausgeblendet, ihr selber werdet gar nicht mitbekommen, dass man eure Kommentare nicht mehr lesen kann, aber keiner außer ich kann eure Kommentare dann noch lesen. Ob ihr das wollt, das gilt nämlich auch für zukünftige Kommentare, das ist dann euch überlassen an dieser Stelle hier. Also bitte, haltet euch zurück. Euch wird hier nichts aufgezwungen, ihr müsst euch diesen Charakter nicht erspielen, diesen Gefährten. In diesem Sinne, lasst uns einfach gemeinsam Spaß in Tamriel haben und vor allem verstehe ich die ganze Diskussion sowieso überhaupt nicht, weil beispielsweise
In The Elder Scrolls Online, also beziehungsweise im Elder Scrolls Universum, gibt es schon seit Beginn, na, das heißt seit Elder Scrolls 1 Arena, seit Elder Scrolls 2 Daggerfall und so weiter und so fort, gibt es Agonia. Wusstet ihr, dass Agonia ihre Geschlechter wechseln können? Na, das heißt also, warum ist das überhaupt ein Gesprächsthema in der Elder Scrolls Community? Erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht so ganz, ne? Weil in der Elder Scrolls Online Community und in der Elder Scrolls Community, die war schon immer sehr offen, was das angeht. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Also, seid lieb zu euren Mitmenschen, grenzt euch nicht gegenseitig aus, weil ihr der Meinung seid, über irgendwas urteilen zu können, von dem ihr keine Ahnung habt. Ich mutmaße mir das auch nicht an. Deswegen, schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, wie ihr diesen kurzen Exkurs fandet. Und schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, falls ich irgendwas falsch wiedergegeben habe. Denn ich bin auf jeden Fall gewillt, was das angeht, noch ein bisschen zu lernen. In diesem Sinne, lasst uns weitermachen. Was gibt's noch für schöne Sachen? Also es gibt hier nochmal Einzelbilder von den jeweiligen Charakteren, ne? Die kann man vielleicht sich auch nochmal hier jeweils individuell anschauen. Und dann gibt es hier einmal ein neues Bundle, und zwar Mara's Ave. Ist vielleicht eine Vorbereitung, und da kann man schon mal sehen, wie weit im Voraus diese Sachen ins Spiel implementiert werden. Es ist vielleicht eine Vorbereitung für den Valentinstag nächstes Jahr. So zumindest mein Gedanke an der Stelle hier. Ich gehe davon also aus, dass wir dieses Paket noch ziemlich lange nicht kaufbar sehen werden. Das hier ist ein neues Kostüm. Okay. Dieser komische Crossbody String finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Hier die Wasserflasche finde ich auch ganz cool. Hier frage ich mich, was das sein soll. Da bin ich gespannt, mir das dann nochmal in höherer Auflösung anschauen zu können. Was hier rumhängt und auch hier hinten hängt auch irgendwas dran rum. Hier oben hängt auch irgendwas dran rum. Also da bin ich auf jeden Fall noch sehr gespannt, was das darstellen soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Kostüm sich sehr viele Spieler holen werden. Wie ich darauf komme, ich weiß es auch nicht, ist nur so eine Vermutung. Und wahrscheinlich werde ich mir das wohl auch holen, ja, also das denke ich zumindest. Ich finde es optisch auf jeden Fall cool, ich habe aktuell zwar keine Nachtklingen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel an der Nachtklingen oder an der Nekromantin potenziell optisch auch sehr ansprechend aussehen kann und ich denke, das ist eins, was sich wahrscheinlich viele holen werden. Ja, neue Kronkisten, meine Meinung zu den Kronkisten, die kennt ihr ja eigentlich. Aber falls ihr die noch nicht wusstet in der Vergangenheit, habe ich dazu schon mal ein Statement gemacht. Ich hoffe, ich denke dran, euch das hier nochmal oben zu verlinken. Ansonsten googelt einfach mal nach ESO Kronkisten. Dann werdet ihr wahrscheinlich relativ schnell mein Video dazu finden oder auch gerne ESO Kronkisten Statement. Oder ESO Kronkisten Alexos, schaut gerne bei YouTube da mal nach. Ihr werdet das Video auf jeden Fall relativ schnell finden. Ich kann es euch aber auch gerne nochmal am Ende dieses Videos hier verlinken, wenn ihr das wollt. Und ansonsten gibt es wieder ein Bundle, wenn man 8000 Kronen ausgibt, über einen anderen Weg bekommt man es nicht, nur über die 8000 Kronen bekommt man diese Polymorph, die mich so ein bisschen an einen kristallinen Venom erinnert hat. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich finde irgendwie geht das so ein bisschen in die Richtung optisch. Auf jeden Fall ganz cool, nur leider halt nicht erhältlich über ja, normalsterbliche Wege und wie ihr wisst, Kronkisten verachte ich ja, deswegen werde ich mir auch nicht antun, diese 8000 Kronen für etwas zu verschwenden, von dem ich dann am Ende eh nichts habe. Naja, darüber hinaus gibt es auf jeden Fall weitere anpassbare Aktionen. Zum Beispiel hier für Alchemie-Reagenzien, eine neue Ernte-Animation. Die finde ich tatsächlich ganz süß. Wäre eigentlich cool, wenn man die irgendwie erspielbar macht. Oder vielleicht als Belohnung anbietet während des Mitjahrsgemetzels dann nächstes Jahr. Also während des PvP-Events nächstes Jahr würde sich ja anbieten. Kann natürlich auch sein, dass das schon eine Vorbereitung für das nächste PvP-Event ist. Mal gucken. Vielleicht ist aber auch ein Hinweis darauf, dass noch mehr kommen wird nach den Battlegrounds-Anpassungen und nächstes Jahr immer mal wieder noch andere Sachen veröffentlicht werden. Auf jeden Fall ganz cool hier mit dem Rambock aus dem PvP. Finde ich auf jeden Fall cool. Ist, um Minensachen abzubauen. Ja, dann haben wir hier ein Emote-Paket für Agonia, beziehungsweise generell mehrere Agonia-Emotes. Das ist auch ein Emote. Das ist auch ein Emote. Einmal Fingers Cross, einmal hier entlang oder wohin zeigen. Das ist auch ein Emote. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich denke,
Das wird wieder so ein Idle-Emote sein. Also, das ist ein Musikinstrument, würde ich behaupten. Wahrscheinlich diese Klanggläser. Kennt ihr diese Klanggläser? Dass man so, ne, dass man hier so damit Musik machen kann, sozusagen. So ein bisschen erinnert mich das optisch daran. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt auch irgendeinen Namen für. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und das wird bestimmt so wie die anderen Musikinstrumente so ein endloses Emote sein. Das heißt also, man startet das Emote einmal, indem man es in den Chat eingibt oder indem man es über die Schnellleiste bzw. das Drehrad aktiviert und dann macht man das Emote oder führt das Emote so lange in der Wiederholungsschleife aus, bis man es dann selber unterbricht. Ja, dann gibt es jetzt anscheinend ein The Queen Emote, keine Ahnung, was das für eine Bedeutung hat. Self-Reflection, ganz viele Emotes auf jeden Fall. Und jetzt kommen Housing-Items, unter anderem, und das finde ich tatsächlich ganz spannend, unter anderem kommt die 450 Euro teure The Elder Scrolls Online 10 Jahre Anniversary Statue in den Ingame-Shop. Was meine ich mit 450 Euro? Können wir uns ja mal ganz kurz anschauen. Wir gucken mal kurz nach Bethesda International Gear Store. Da findet man die relativ flott, weil sie nämlich nicht gekauft wird. Und ja, rumgammelt sozusagen. Hier gibt es tatsächlich ohne Witz eine Statue für 450 Tacken. Die Statue in der Mitte ist roundabout 23 cm groß. Der Nord ist, glaube ich, ungefähr 12 cm und hier haben wir 9 und 10 cm so ungefähr. Hier unten steht es auch nochmal ein bisschen detaillierter aufgeschlüsselt. Auf jeden Fall ist die nicht groß. Die ist aus Harz, also sehr schwer und fühlt sich hochwertig an. Ist auch schön detailliert handbemalt, so ist es nicht. Weltweit auf 2014 Stück begrenzt, weil ist eine Anspielung auf das Release-Jahr 2014 von The Elder Scrolls Online. Aber keine Ahnung, also 450 Euro. Wer auch immer diese Entscheidung getroffen hat, es waren nicht die Leute, die das ESO-Forum betreuen. Es waren nicht eure Community-Manager, erst recht nicht die aus dem deutschsprachigen Raum. Also niemand, den ihr kennt, hat diesen Preis hier zu verantworten. Deswegen macht die Leute dafür nicht fertig, aber sorgt ruhig dafür, dass ihr gehört werdet, wenn ihr sagt, sowas kaufen wir nicht. Ja? Also absoluter Quatsch. Also wir können darüber streiten. Ich sag mal, für 140 bis 220 Euro sehe ich es ja vielleicht noch ein. Ne? Und das, auch das wäre schon, 220 Euro wäre schon eine sehr große Stange Geld. Aber für 450 Euro, ihr habt doch einen Knall. Nee, dann macht doch lieber was anderes. Also da habe ich einen besseren Vorschlag für euch. Denn kauft euch doch lieber die Statue für 210 Euro, die letztens für 100 Euro reduziert war. Das macht einfach alles keinen Sinn. Die Welt von Elder Scrolls Online, das ist alles, naja, gut. Okay, wir kehren mal wieder zurück. Also, das kommt als Ingame-Belohnung. Hoffen wir mal, dass es, nicht als Belohnung, ich denke, dass es ein Kauf-Item sein wird, wahrscheinlich für 3.000 bis 5.000 Kronen. Hoffen wir mal, dass es nicht 450 Euro in Wert von Kronen sein werden. No hate an Zenimax, aber es gibt auch so ein, zwei Sachen, da kann man auch mal verdient ein bisschen sticheln, finde ich. Naja, ansonsten kommt ein neues Einrichtungspaket. Ein neues Einrichtungspaket. Dwemer-mäßig. Ich denke, das hier wird eine Übungspuppe sein. Wahrscheinlich wieder so eine 6 Millionen Übungspuppe, also keine Raid-Übungspuppe. Costa Quanta, ich gehe mal davon aus, rund um die 3000 Kronen, irgendwie sowas. Was das genau sein soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir vielleicht schon vorstellen, also entweder ist es einfach nur ein geiles Housing-Item oder es ist vielleicht eine Uhr. Es gibt ja die Möglichkeit, die Zeit in seinem Haus zu manipulieren. Das hier ist tatsächlich kein Pad, sondern es ist eine Musikbox, die aufklappt. Also hier diese Schalen klappen auf und dann kommt da eine Musikbox raus. Ja, gut. Das hier ist auch eine Musikbox, die sieht wiederum ganz cool aus. Und das hier sind kostenlose Belohnungs-Items. Dann kommt natürlich, logischerweise, man kann ihn jetzt schon kaufen, in-game über Allianzpunkte, über Schriebscheine und über Telwarsteine. Man wird ihn in Zukunft also auch über Kronen bekommen können, den Schriftlehrer-Altar fürs eigene Haus. Dann ebenfalls ein Einrichtungsgegenstand und zwar eine neue Raid-Übungspuppe. Also wahrscheinlich mit 21, also was heißt nicht wahrscheinlich, mit 21 Millionen Leben. Ja, so. Und ziemlich groß.
In diesem Sinne, ich denke ganz cool. Das werden sich vielleicht einige holen. Noch ein Housing-Item. Dann, das finde ich tatsächlich ganz cool, weil Frisuren kriegen wir jetzt wirklich nicht häufig. Nicht jeder muss diese Frisur jetzt hier mögen. Ich finde tatsächlich auch die Hörner beim Argonia, fallen mir jetzt erst auf, die sehen ja richtig cool aus. Aber auch so, die beiden Frisuren sind eine Anlehnung, beziehungsweise die rechte hier ist vor allem, ist natürlich die Frisur von Tanlorin. Falls ihr es noch nicht entdeckt habt, das ist ihre Frisur. Wobei das hier nicht ganz so gelb aussieht, wie hier auf dem Vorschaubild, muss man sagen. Hier ist es so ein bisschen goldblond, würde ich es jetzt mal nennen. Was auch immer das sein soll. Und genau, die Sachen hatten wir uns ja schon so ein bisschen angeschaut. Wie gesagt, das finde ich ganz cool. Was ich noch cool gefunden hätte, dass man sich das Auge aussuchen kann. Weil ich glaube, es gibt eine Augenklappe. Die ist aber auch, glaube ich, rechts die Augenklappe. Schreibt mir mal kurz in den Chat, ob die Augenklappe, die man in-game als Accessoire bekommt, rechts oder links ist. Ich weiß nicht genau. Aber ich glaube, die ist auch rechts. Und das ist natürlich schade. Ne? Was natürlich jetzt hier cool wäre, irgendwie Augenklappe und dann auf der anderen Seite das Ding. Naja, wie gesagt, hier nochmal das von Tanlorin. Die Augen finde ich ein bisschen zu krass, muss ich zugeben. Ja, und ansonsten die beiden neuen Häuser, zu denen werde ich nochmal separate Videos machen. Natürlich kommen jetzt ganz viele Videos. Schaut gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Lasst auch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ist schließlich kostenlos. Vielleicht habe ich schon ein Housing-Video zu eben den beiden neuen Häusern veröffentlicht. Dann schaut da mal vorbei. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Reihenfolge die Videos vom Testserver kommen werden. Das ist jetzt hier eins der ersteren, die ich aufnehme. Ob das dann auch das erste sein wird, was hier released wird, schauen wir dann mal. Das hier ist ein Memento. Okay. Das ist ein Reittier. Das ist tatsächlich ein ganz cooles Reittier. Wenn es das für Kronen zu kaufen gäbe, würde ich vielleicht sogar drüber nachdenken. Dann ein Glasatrenacht, eine Glasatrenacht-Wemerspinne. Ich wusste nicht, dass es Glasatrenachen gibt, aber jetzt schon. Die sehen auf jeden Fall special aus. Und ich finde, es ist tatsächlich mal ein schönes Reittier, was hier kommt. Angelegt an Quatsch, beziehungsweise das Dunkle Bruderschafts-DLC. Ich finde halt, dass das hier nicht so High Fantasy ist, sondern halt so ein bisschen based, so ein bisschen Mittelalter halt, ne? Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, und ich weiß nicht wieso, diese Reittiere, das sind die neuen Kronkisten-Reittiere, erinnern mich irgendwie so ein bisschen an Arceus aus Pokémon. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, aber irgendwie haben die mich da so ein bisschen dran erinnert, von den Farben und so. Vielleicht aber auch nicht, also mich haben sie zumindest dran erinnert. Das hier wird wahrscheinlich eins der Radiant Apex Mounts sein, also dann wahrscheinlich 2500 Kronenedelsteine oder 16.000 Siegel der Bestrebungen. Gut, dass keiner von uns Kronenedelsteine erwirbt und auch keine Kronkisten kauft. Die Leute, die hier zuschauen, machen sowas ja zum Glück nicht. Dann haben wir jetzt hier einen Zweisitzer, Elch, okay, alles klar. Den finde ich tatsächlich ganz cool irgendwie, ich weiß nicht, der hat es mir irgendwie ein bisschen angetan. Und jetzt kommt was, was es mir absolut angetan hat. Ich finde unfassbar schade, dass man Begleiter so selten benutzt. Also zumindest ich, wenn ich in meinen Vierer-Dungeons oder Raids unterwegs bin, da stecken wir halt die Begleiter in der Regel weg, ja? Und es kommt halt einfach eine Nacktschnecke. Und ich weiß nicht, wieso ich die sweet finde, aber irgendwie, das ist mal was anderes. So, wir hatten noch keine Nacktschnecke in Zelda Swords Online. Ich bin gespannt, auf welcher Animation die basiert. Ob die auf der Schlangenanimation basiert oder tatsächlich eine neue Animation bekommen hat. Da bin ich noch gespannt drauf. Also ob man dann tatsächlich sieht, dass das eine neue Pet-Animation ist. Weil neue Animationen ins Spiel zu bringen, ist ja so ein Problemchen. Also neue Partikel und neue Skins reinzubringen, ist kein Problem. Aber neue Bewegungsabläufe oder Bewegungsmuster ins Spiel zu patchen, ist aufgrund der Old-Gen-Konsolen immer gar nicht so einfach. Auch bei sowas kleinem wie Begleiter. Deswegen bin ich gespannt, ob die dann tatsächlich einfach, ja, quasi unter der Haube die Animation einer Schlange hat. Oder ob das eine individuelle Animation ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. Was das hier ist, ich weiß es nicht. Dann haben wir hier eine Fledermaus, eine Motte. Ein Smetterling, sammelt ihn nicht ein, das sieht Miri nicht gern. Dann aus den Kronkisten hier der neue Stil, da bin ich ganz froh, dass ich da nicht so viel verpasse. Die Haube weiß ich auch nicht, was das soll. Das ist jetzt nicht so meins. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr den, ob ihr den cool findet. Ich denke, also vielleicht auf dem Khajiit finde ich das noch ganz cool, ansonsten ohne Haube sieht es bestimmt ganz cool aus.
Dann ebenfalls aus den Kronkisten die neuen Special-Waffen-Skins. Da finde ich tatsächlich hier, die finde ich gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben. Ja, also, kann man machen. Kann man machen für dich. Ja, und die haben es mir halt angetan. Die passen halt sehr gut zu meinem Kanalthema. Ich habe ja sehr viel so mit Sterne und so weiter und so fort. Das wisst ihr ja vielleicht, wenn ihr meine Profilsachen schon mal angeschaut habt und so. Und die sind angelehnt an, ja, Karkstein oder die Hauptgeschichte von Karkstein, beziehungsweise nicht die Hauptgeschichte, sondern eher an die, oh Gott, wie heißt das Gebiet, wo man auch gut farmen kann? Kluftspitze? Nee, Kluftspitze ist ein Gebiet. Kluftspitze ist oben links. Zaubernarbe, das Wort habe ich gesucht. Angelehnt an die Geschichte von Zaubernarbe. Die finde ich optisch auf jeden Fall sehr cool. Die werde ich mir wahrscheinlich holen. Costa Quanta, ich denke mal 2500 Kronen, so wie bisher. Die finde ich jetzt nicht so cool. Muss man mögen. Hier finde ich den Dolch ganz cool, weil der so ein bisschen aussieht wie so ein beschworener Dolch. Also so ein Dedricher Dolch aus The Elder Scrolls 5 Skyrim beispielsweise. Ja. Der Rest hat es mir jetzt nicht so angetan. Ja, und ich habe euch ja gesagt, ganz am Anfang, dass ihr euch mal den Outfit der neuen Händlerin merken sollt. Ne? Also ich meine jetzt nicht den hier, der sieht natürlich auch schön aus. Sondern hier, diesen Outfit-Stil solltet ihr euch mal merken. Den Outfit-Stil der neuen Händlerin gibt es nämlich in Zukunft auch als einzelnen Outfit. Als einzelnes Outfit, das ist kein Kostüm. Das heißt also, es wird da Stilseiten geben. Und da das hier extra als Outfit-Style bezeichnet ist, gehe ich davon aus, dass das goldene Stilseiten sein werden, also accountweite Stilseiten. Ich vermute also wirklich, dass es nächstes Jahr ein Valentinstag-Event geben wird. Ja, wir haben zum einen das Kronpaket gesehen. Jetzt sehen wir nochmal hier dieses Paket. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass es nächstes Jahr quasi die einzelnen Stilseiten zu erspielen gibt. Die unkomplizierten Stilseiten für Schriebscheine, für eigene Scheine zu kaufen gibt. Oder man kauft sich halt den ganzen Stil mit einem Schlag aus dem Kronshop. Vielleicht irgendwie so in der Richtung. Auf jeden Fall würde ich das cool finden. Wenn das ein Stil ist, der nur kaufbar sein wird, dann denke ich, okay, alles klar. Werde ich mir wahrscheinlich holen, ja, insofern er nicht in den Kronkisten drin ist. Ich finde ihn auf jeden Fall ganz cool. Na, ob der jetzt hier an einem biologisch männlichen Körper so gut aussieht, da kann man sicherlich drüber streiten. Man sieht es ja nur von hinten, also ich würde sagen, von hinten ist hier sehr viel Rücken zu sehen, ist auf jeden Fall Geschmackssache. Ja, wie gesagt, die Erscheinung bekommt man ja nur, wenn man 8000 Kronen ausgibt, die Verwandlung. Ja, und das ist jetzt hier so eine Sache, da bin ich wirklich zwiegespalten. Also ich würde sagen, wir sehen hier verschiedene, ich weiß nicht, ob alles Waffenfertigkeiten sind, weil ich ehrlich gesagt das in der Mitte noch nicht so ganz zuordnen kann. Also das sind natürlich hier Fertigkeitserscheinungen. Ja, Fertigkeitserscheinungen habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Ja, schaut gerne mal, googelt oder schaut bei YouTube gerne mal nach ESO Fertigkeitsstil oder Fertigkeitserscheinungen. Wir sehen auf der rechten Seite das kritische Preschen vom Zweihänder. Auf der linken Seite würde ich interpretieren, dass es sich wahrscheinlich um einen Pfeilhagel handelt. Bei dem in der Mitte bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es könnte ein unerschrockenen Orb sein. Es könnte ein Eismeteor sein. Es könnte aber auch der Schild vom Heilungsstab sein. Also bei der Mitte bin ich mir wirklich nicht sicher. Da ich rechts und links davon ausgehe, dass es Waffenerscheinungen sind für Waffenstile, für Waffenfertigkeiten, gehe ich eigentlich davon aus, dass das in der Mitte also auch dementsprechend was in der Richtung sein wird. Ob die erspielbar sein werden? Keine Ahnung. Wenn die erspielbar sein sollten, warum hat man sich dann die Arbeit gemacht, hier so ein Vorschaubild für den Kronshop zu machen? Ich gehe davon aus, dass es also jetzt so langsam losgehen wird mit den Fertigkeitserscheinungen, die man sich halt separat für Echtgeld kaufen muss. Ne? Also, ich wollte jetzt nicht sagen, wussten wir ja alle, aber es war davon auszugehen, dass der Moment kommt. Und es sieht danach aus, als ob der Moment jetzt kommt. Und leider wurde ich im Stream danach gefragt, deswegen, das finde ich jetzt ein bisschen traurig. Und zwar kommt auch der erste Skin für eine Klassenfertigkeit kommt. Mal abgesehen von dem Bären. Übrigens, mit dem nächsten Update wird der Skin von der Morrowind Collector's Edition verschoben zu von Besonderes unter Sammlung zu Waffenfertigkeitserscheinungen. Also da, wo er hingehört. Endlich. Dankeschön. Und so ähnlich ist das jetzt hier auch. Also man kann jetzt hier der Zwielichtschwinge
also dem fliegenden Begleiter vom Zauberer in Zukunft einen anderen Skin geben. Das sieht halt aus wie so ein roter Cyberdrache aus Yu-Gi-Oh! Ich bin gespannt, wie das dann in der Realität aussieht. Ja, heißt Kriegergilden oder Kriegerversion, ja, der Zwielichtschwinge. Bin ich, wie gesagt, sehr gespannt drauf, wie das dann tatsächlich aussehen wird. Und es sieht danach aus, als ob die dann für Kronen kaufbar sein wird. Ja, ansonsten gibt es hier weitere Erscheinungen. Ja, verschiedene Erscheinungen, die es hier zu holen gibt. Und noch eine Erscheinung. Jede Menge Erscheinungen, eine Erscheinung nach der anderen. Ganz schön viele Erscheinungen. Ich möchte mich jetzt nochmal ganz herzlich an dieser Stelle hier bedanken bei all meinen Patreons und Kanalmitgliedern. Insbesondere bei Aquarian Academy, Bernd W., Seppa, Kevi, Carsten Lehmann, God of War, Saitev und Nessui. Und hier findet ihr jetzt das Video zu meinem Statement zum Thema Kronkisten, warum ich der Meinung bin, dass wir selbst daran schuld sind und warum ich der Meinung bin, dass die Kronkisten endlich mal von der EU verboten werden sollten, wenn Deutschland es schon nicht macht und nicht aus dem Knick kommt.